Lass uns bitte zu Hesekiel gehen. Hesekiel, hört ihr mich? Könnt ihr mich hören? Oder? Kommt zu leise, ne? Ah, jetzt ist es ein bisschen besser, ja. Okay. Hesekiel 36. Ab Vers 25, und das ist eine der drei, vier großen klassischen Schriftstellen über den neuen Bund, den wir haben durch unseren hohen Priester, Jesus. Ab Vers 25, und ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Und von all euren Unreinheiten und all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist, neuer Inneres geben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Der großartige Segen des neuen Bundes ist, das, was der alte Bund nicht leisten konnte, weil die Herzen nicht verändert waren. Das, was gefordert wurde, was das Gebot Gottes war, das war alles richtig. Aber der große Fehler oder das Manko des alten Bundes war, die Menschen blieben nicht in diesem Bund. Und jetzt haben wir einen neuen Bund. Und das, was das größte Hindernis war, was Menschen nicht tun konnten, das tut jetzt Gott. Und wir stehen staunend davor und er sagt, ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Das heißt, Gott selber übernimmt jetzt die Aufgabe, in uns Gehorsam hervorzubringen. Und das ist das Entscheidende. Unterm Strich in unserem Glaubensleben muss Gehorsam Gott gegenüber herauskommen. Wenn der Gehorsam Gott gegenüber nicht zunimmt, ist es kein echter Glaube. Und Gott selber wirkt in uns diese Willigkeit und diese Fähigkeit, ihm zu gehorchen. Das ist gewaltig. Ich kann mich erinnern, in jungen Jahren, wie ich gekämpft habe und wie ich mich mehr in Römer 7 gesehen habe. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und ich dachte, man muss sich nur mehr anstrengen. Man muss nur mehr Gas geben und ernsthafter sein und nicht so halbherzig. Und dann versuchte ich, noch entschiedener zu sein und noch disziplinierter zu sein und noch mehr einfach die Zähne zusammenbeißen, die letzten Reserven zusammenkratzen und gehorsam. Und je mehr ich das versuchte, umso schlimmer wurde das. Und was für eine Erlösung war das. Jemand gab mir ein Buch mit einer Auslegung vom Hebräerbrief. Und da war diese fantastische Aussage, dass er selber versprochen hat, in uns zu wirken, was wir uns nicht geben können, ein neues Herz. Und wir haben angefangen, uns das anzuschauen, anhand von Jeremia 31, und wir werden jetzt da zurückgehen und den zweiten Aspekt uns anschauen. Und wir haben gesehen, Gott legt sein Gesetz in unser Denken, in unsere Art und Weise, wie wir denken. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir uns dem Wort hingeben und dass wir das Wort aufnehmen wirklich als Wahrheit und dass wir unser Denken anpassen, in Übereinstimmung bringen mit ihm. Und da stehen wir jetzt. Und der Grund, warum wir so viel Verwirrung haben und so viel Durcheinander, weil viele nicht mal den ersten Teil mitgemacht haben und sich diszipliniert haben und ihre Denkweise in Übereinstimmung mit Gott gebracht haben. Amos 3, Vers 3, wie können zwei miteinander gehen, sie seien denn einig zuvor? Und das ist unser Problem, Gott zieht in eine Richtung, wir gehen in andere Richtung und das passt nicht zusammen.
weil wir nicht mehr in den Ideen und Definitionen mit ihm übereinstimmen, sondern wir haben unsere eigenen Ideen. Und das kann nicht funktionieren. Das ist eigentlich eine Form von Rebellion und von Sturheit. Und wir wissen es besser und wir stellen uns über Gott. Aber wenn wir dann unsere Hausaufgaben machen und Gottes Wort aufnehmen als die Wahrheit und unsere Ideen im Licht des Wortes Gottes erkennen als wertlos, als nicht passend, als nicht übereinstimmend mit ihm, und wir werfen die weg und wir ergreifen seine Wahrheit und wir füllen unser Denken. Er legt sein Gebot, sein Gesetz, seine Ordnung in unser Denken, indem wir unser Denken erneuern. Er tut das nicht ohne uns. Wir haben einen Teil zu tun. Aber jetzt kommt der wichtigere Teil, und der kann nur passieren, wenn der erste Teil passiert ist. Ohne den ersten Teil kann der zweite Teil nicht funktionieren und der wird auch nicht funktionieren. Und ich werde es, das Gebot, das Gesetz, den Willen Gottes auf das Herz schreiben. Das ist das Höchste und das ist das Wichtigste, weil jetzt beginnt durch die Kraft des Wortes Gottes, das eingraviert wird, das geschrieben wird auf unser Herz. Jetzt wird unser Herz transformiert. Und um das geht es. Und das ist die Erlösung des neuen Bundes. Und da ist nicht mehr das Gebot, du sollst und du musst, sondern jetzt ist ich will. Ich stimme von Herzen überein und ich will, was er will. Sein Geschmack ist mein Geschmack geworden, seine Lust ist meine Lust geworden. Und es ist nicht, hier bin ich mit meiner Widerspenstigkeit und da ist das Gebot. Und er sagt, du musst und alles, ich mir sage, ich will aber nicht. Sondern unser Herz ist weich und willig. Und das, was in Gottes Herzen lebt, sein Geschmack, sein Verlangen, das fängt an, in uns Wohnung zu nehmen. Das ist Erlösung. Und so viele Christen leben mit einer Mentalität des alten Bundes. Und da sind die Gebote. Und die Gebote eggen sie ein und zwängen sie in ein Korsett. Und sie wehren sich gegen die Gebote. Aber der neue Bund, Gott wirkt sein Werk. Und wir stimmen von Herzen überein. Nicht mehr wir müssen, sondern wir wollen. Wir wollen seinen Willen tun. Wir stimmen mit ihm überein. Sein Geschmack ist unser Geschmack. Das ist Erlösung, ihr Lieben. Und viele haben noch gar nicht verstanden, was für eine gewaltige Transformation uns da angeboten wird. Und sie haben auch nicht verstanden, was ihr Teil ist. Denn genauso wie beim ersten Teil, ich lege mein Gesetz in ihr Inneres, indem wir unseren Teil übernehmen, ist es auch hier. Gott schreibt sein Gesetz auf unser Herz, indem wir unsere Verantwortung übernehmen. Er tut das nicht ohne uns, sondern er würdigt unseren freien Willen und er wartet darauf, dass wir einsichtig werden und dass wir unseren kleinen Teil tun, damit er das Wesentliche tun kann. Und viele haben noch nicht verstanden, was das Wesen des neuen Bundes ist, obwohl es so klar beschrieben ist. Guck mal, was Paulus darüber sagt. Der 2. Korinther 3, Vers 3. Geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, wie im alten Bund. Ja? Da wurde das Wort Gottes auf steinerne Tafeln geschrieben. Und alles, was da geschrieben wurde, war richtig und ist heute noch gültig. Alles, was da geschrieben wurde, war richtig. Aber es war auf steinerne Tafeln geschrieben und die Herzen haben gesagt, nee, wir wollen das nicht. Und waren im Widerspruch und im Aufbegehren. Und jetzt der neue Bund, nicht mehr auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Sein mächtiges, kraftvolles Wort auf unser Herz. Und das bedeutet, unser Herz beginnt eine Transformation zu erleben. Unser Herz wird verändert. Dieses kraftvolle, schöpferische, wunderbare, mächtige Wort Gottes kommt jetzt auf unser Herz. Und das Herz kann nicht widerstehen. Das Herz wird nachgeben, es wird verändert werden, es wird das Wort Gottes aufnehmen. Und da findet eine wunderbare Fusion statt zwischen unserem Herzen und dem Wort Gottes. Und das bringt die Veränderung, das bringt die Freiheit, das bringt die Fähigkeit, auch auf der Ebene unserer Emotionen, die Beziehung mit Gott als unserem Vater zu genießen. Genießen.
erleben und uns freuen an ihm und dahin fließen und dankbar sein und einfach nur hin und weg zu sein, weil er so gut ist und seine Güte uns überwältigt. Das ist, was Gott uns anbietet. Und er sagt, tu du deinen Teil, damit ich meinen Teil tun kann. Und ich sagte es schon, dieser Vers hier, Jeremia 31, 33, der wird dann im Neuen Testament zweimal wiederholt, sodass wir es ganz klar haben, das ist für uns jetzt hier. So, dann wollen wir uns das anschauen. Ja, wie schreibt Gott auf unser Herz? Wie schreibt er sein Wort auf unser Herz? Wir verstehen jetzt, ja, diese Fusion Wort und Herz, das ist die Lösung. Für alle Rebellion, für alle Widerspenstigkeit, für alle Eigenwilligkeit, für alles Verkehrte und Schräge, für alle falschen Lüste, wo wir Gefallen finden an dem Schmutz und dem Dreck dieser Welt und nicht Gefallen finden an dem Reinen, an dem Schönen, an dem, was ihn ausmacht, sondern wir so verdorben sind, so kaputt gemacht sind, dass wir an Dingen, die Gott hasst, Freude haben. Das ist da die absolute Perversion. Aber Gott ändert unser Herz, er ändert unseren Geschmack und er schreibt sein Wort auf unser Herz. Sprüche 7, Vers 3. Schreibe mein Gebot auf dein Herz. Und wir haben schon verstanden, wenn da ein scheinbarer Widerspruch ist, dann sagen wir nicht, ja wie jetzt, soll Gott schreiben oder sollen wir schreiben? Beides. Während wir schreiben, schreibt er. Während wir unseren Teil tun, tut er seinen Teil. Und er lädt uns ein, aktiv zu sein. So, wir schreiben das Wort auf unser Herz. Ja, wie geht das denn? Der Psalmist sagt, meine Zunge ist der Griffel eines tüchtigen Schreibers. Jeder Esoteriker, jeder Zauberer weiß, in der unsichtbaren Welt handelt man durch Worte. Bloß wir Gläubigen sind da ein bisschen hinterher. Ja? Wir sprechen im Glauben das Wort Gottes in sein Angesicht. Das ist so wichtig. Ja? Da ist die Parallele zwischen dem Alten Bund und dem Neuen Bund. Wo wurde im Alten Bund geschrieben? Wo wurden die Tafeln beschrieben? Auf dem Berg des Herrn. Und Gott sagt zu Mose, hau dir Tafeln und dann schlepp die hoch den Berg. Das hat was mit Mühe zu tun. Und die Dinger waren schwer, selbst wenn das dünne Platten waren, die haben ein paar Kilo gewogen und dann den ganzen Berg hoch. Ich meine, wenn Gott so gut ist, wie wir uns das immer vorstellen, warum sagt er nicht, pass auf Mose, ich habe mich anders entschieden. Weißt du, für dich ist das ein Tagesmarsch, da hoch zu kraxeln und dennoch die schweren Platten. Ich mache einen Schritt, ich bin unten, pass auf, bleib du da, ich komme runter. Nein, er sagt, hau dir Steinplatten und schlepp die hoch auf dem Berg des Herrn in meine Gegenwart. Und da wurde geschrieben. Also ich glaube, Mose konnte die Gänsehaut kaum ertragen, wenn der Finger Gottes kommt und schreibt auf Stein, als wenn das Wachs wäre. Da hat er verstanden, oh, Gott ist ein mächtiger Gott. Ja. Und im Neuen Bund wird geschrieben auf die Tafel unseres Herzens, aber an demselben Ort, in der Gegenwart Gottes, auf dem Berg des Herrn. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, durch den Vorhang zu gehen, durch das Blut Christi in die Gegenwart Gottes zu kommen, in das Heiligtum hineinzukommen, wo er ist, wo wir ihn sehen, wo wir aus diesem normalen Erleben von Zeit und Raum rauskommen. Richtige Anbetung ist, wenn wir vergessen, dass wir in einem Gottesdienst sind. Dann wird's richtig. Wo wir nicht auf die Uhr gucken, wo wir nicht denken, ja, ist die bald fertig. Sondern wo wir sagen, Herr, es ist so wunderbar bei dir. Es ist so herrlich, es ist so unbeschreiblich. Es ist so saubere Luft, es ist so rein, es ist so schön. Hier möchten wir bleiben, wie die Jünger auf den Berg gingen mit Jesus. Und da war die Herrlichkeit Gottes und haben gesagt, ja, hier bleiben wir jetzt. Hier bauen wir Hütten. Jesus, wir bauen den Hütte, ehrlich. Wir liegen auf dem Boden, aber Hauptsache, wir können hier bleiben. Ja, sie haben dort die Herrlichkeit Gottes gesehen. Sie waren so nah in diesem Bereich, dass sie da gar nicht mehr raus wollten. Und wir als neutestamentliche Gläubige haben das Vorrecht,
in dieses Heiligtum hineinzugehen, weil es nicht mehr ein Gebäude ist, wie im Alten Testament, das Zelt der Begegnung oder der Tempel. Und jetzt ist die Gegenwart Gottes ein Ort im Geist. Wir können im Geist hineingehen in diese Dimension. Das ist alles beschrieben in Hebräer 10, 19 in den folgenden Versen. Durch das Blut Jesu haben wir Freimütigkeit, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und dort, wenn wir vor ihm sind, vor seinem Angesicht, dann nehmen wir das Wort und wir sprechen dieses heilige, kraftvolle, mächtige Wort in sein Angesicht. Da wird geschrieben, in der Gegenwart des Herrn, nirgendwo anders, nicht im Seminar, nicht im Gottesdienst, du alleine auf dem Berg des Herrn und du nimmst das Wort mit. Hosea sagt, lass uns umkehren zum Herrn, bringt Worte mit. Bring Worte mit. Frag den Heiligen Geist, wo du jetzt stehst und was jetzt die ein, zwei Schlüsselverse sind für deine nächsten Monate oder die nächsten ein, zwei Jahre, was Gott jetzt in dir tun will. Und mit diesem Wort arbeite, mit diesem Wort lebe, mit diesem Wort geh so um, wie Gott es geboten hat. Und Gott hat nicht gesagt, ratter die Kapitel runter und freu dich, mach einen Haken drunter und du hast wieder mal deine Pflicht erfüllt. Sondern Gott hat etwas ganz anderes gesagt. Langsam das Wort bedenken, das Wort anschauen, das Wort durchbuchstabieren, murmeln, vor uns hersprechen, bekennen mit Zuversicht, das Wort bekennen in sein Angesicht und ihm klar machen, das ist dein heiliges Wort. Und dieses Wort hat Kraft und Macht und es wird in mir tun, wozu du es gesandt hast. Du sendest dein Wort und du bringst Heilung. Und dein Wort wird es schaffen und dein Wort wird es tun, nicht meine Bemühungen. Die Bemühungen sind dazu da, auf dem Berg zu kraxeln. Aber das Wunder tut er, eine Kooperation. So finde heraus. Und als Gott diese Dinge mir offenbart, als ganz junger Christ, und ich den Hebräerbrief studiert habe und dieses Vorrecht in das Heiligtum zu gehen, da fing etwas an. Und ich habe Glauben bekommen an die Kraft des Wortes Gottes. Und Gott wird mein Herz, früher habe ich Zeit damit verbracht zu jammern, wie hart mein Herz ist. Aber dann habe ich gemerkt, mit Jammern veränderst du nichts. Du gehst keinen Schritt vorwärts mit Jammern, deinen elenden, armen Mangelzustand zu erklären und zu bekennen und dich darüber zu beklagen. Das mag sehr ehrlich klingen, aber es bringt dich keinen Schritt nach vorne. Und ich habe Offenbarung bekommen über die Kraft des Wortes, dass es schöpferisch ist, dass es etwas Neues hervorbringt. Gott hat Worte gesprochen und aus diesen Worten wurden Galaxien, er gebot und da waren Sterne da. Wow, das ist Gott. Und er will heute noch so handeln, durch das gesprochene Wort Gottes. Und eine Stelle in Jesaja, da wird der neue Bund beschrieben. Ich habe meinen Geist auf dich gelegt und meine Worte auf deine Lippen gelegt. Die Kombination, der Heilige Geist und die Worte Gottes auf unseren Lippen. Und dann geschieht die Transformation. Und ich war so begeistert über diese neue Sicht und diese Hoffnung, dass ich anders werden kann und dass ich aus meinen alten Spurrillen und Prägungen herauskommen kann. Und ich war fest entschlossen, das werde ich ausprobieren. Das will ich sehen. Okay, was ist mein größtes Problem? Heiliger Geist, gib mir ein Wort. Und er brachte mir dieses Wort, das auch in meiner Bekehrung so eine zentrale Rolle gespielt hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das war das Wort, das eine ganz wichtige Rolle in meiner Bekehrung gespielt hat. Und ohne, dass ich irgendeine Ahnung hatte und hatte ja keine Lehre und kein gar nichts und ich war auch gar nicht irgendwie christlich eingestellt. Aber dieses Wort hat er mir damals gegeben, bevor ich Christ war. Ich war in meinem Bauernhof dort, ich war der letzte Überlebende unserer Kommune, neue Gesellschaft, Love and Peace. Und das ist alles in Brüche gegangen, fliegende Untertassen, gibt's wirklich. Man muss den Kopf einziehen, dass man nicht vom Teller getroffen wird, wenn der Kumpel aus lauter Wut irgendwie mit dem Teller schmeißt. Ich weiß, dass es fliegende Untertassen wirklich gibt. Ja.
Und ich war da alleine mit meinem Kater und meinem Hund Ernst. Und der hieß wirklich so, weil der so depressiv war. Das hat er von mir gehabt. Das hat er von mir gehabt. Ganz armer Kerl. Und es war kalt und ich fror. Ich hatte ja kein Geld für Heizung. Dann dachte ich, ich mache mir ein bisschen Feuer und gehe auf den Boden, hole Holz. Und habe das Holz runtergeschleppt und in den Ofen getan. Ein Ding nach dem anderen. Und da war so ein Bild. Und ich wollte das gerade zerbrechen und in den Ofen reinschieben und meine Stube da erwärmen. Es war so kalt in meinen Bauernhosen. Da waren Löcher in den Wänden. Die Mäuse am helllichten Tage liefen über den Tisch und der Kater konnte nach den Mäusen gehen. Richtig lebendig war das. Und Frost an den Scheiben. Ja, weil das ja keine Doppelglasscheiben waren oder sowas. Und ich wollte dieses Stück Holz da, dieses Bild in den Ofen werfen, das war aber zu groß, ich wollte das zerbrechen. Und auf einmal sehe ich, das ist gar kein Bild. Das ist ja nur ein Text, da steht ja nur was geschrieben. Und ich lese und es steht, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und in diesem Augenblick habe ich gewusst, und die ganze Welt hätte sagen können, du spinnst, ich habe gewusst, dass ich gewusst habe, es gibt Gott. Und er kennt mich. Und er ist hinter mir her und hat ein wunderbares Angebot und er will mich freisetzen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich war so getroffen. Ich dachte, wo ist er jetzt? Der sieht mich hier in meinem Elend. Ich bin zum Bücherregal gegangen, da stand so eine dicke Familienbibel, aber nur zur Deko. Ja, weil es cool ist, wir waren Freaks, wir waren für offen für alles. Esoterik und Meditation und Buddhismus und alles. Und da gehört auch eine Bibel hin, die liest man zwar nicht, aber das hier macht dich gut. Ja. Ich renne zu dieser Bibel, schlag die auf und ich verstehe nicht ein einziges Wort. Und trotzdem wusste ich, es gibt Gott und das hat was mit der Bibel zu tun. Weil da stand drunter Jesaja und ich wusste, das ist ein Bibelvers. Und das war genau meine Situation. Solche Angst, solche Panikattacken, solche Menschenfurcht. Und er sagte, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. So, dieses Wort dann viele Jahre später nach meiner Bekehrung, als diese Dinge dann für mich lebendig wurden. Gott will wirken, mein Herz verändern durch die Kraft seines Wortes. Da habe ich gedacht, okay, dieses Wort, das ist es. Und das nehme ich jetzt. Und das spreche ich. Und das schreibe ich mir auf und das lerne ich auswendig. Und bei jeder Gelegenheit auf der Arbeit verschwinde ich auf Klo und hole meinen Zettel raus und lese dieses Wort. Und ich habe es hunderte und hunderte von Malen gelesen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und ich wusste, das ist Gottes Wort, das ist die Wahrheit und ich werde das erleben. Und eines Tages ist ein Wunder passiert. Und zum ersten Mal in meinem Leben, da war ich schon Jahre Christ, habe ich gespürt und genossen, dass Gott sich freut über mich. Dass Gott sich freut an der Tatsache, dass er mich hat. Und das war für mich ganz, ganz, ganz wichtig. Weil ich bin aufgewachsen mit dem Gefühl, keiner freut sich, dass ich da bin. Weder in der Familie, noch in der Schule, nachher Kumpels und Polizei, keiner hat sich gefreut, dass ich da bin. Und auf einmal, in dem Wort Gottes, das ich gesprochen habe, sprach Gott. Und zwar in diesem Satz, in dem letzten Teil, du bist mein. Und ich spürte, ich fühlte und ich genoss diese Gewissheit. Gott freut sich, Gott ist begeistert, mich zu haben. Oh, das war so gut. Das tat so gut. Und das war der Todesstoß für Einsamkeit und Ablehnung und Minderwertigkeit. Danach musste noch ein bisschen Schutt abgeräumt werden, aber da ist das Ding zusammengekracht. Durch das kraftvolle Wort ist diese uralte, jahrzehntealte Prägung zerbröselt und zerbrochen. Gott sagt, mein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. So jammer nicht rum, wie hart dein Herz ist und wie wenig du empfindest über Gott. Hol den Hammer raus und hau drauf.
Hau drauf, das Wort Gottes ist stark genug. Paulus sagt, die Waffen unseres Kampfes sind mächtig, im Dienste Gottes zu zerstören, Befestigungen zu zerstören, Festungen, Ideen, Dinge, die sich eingegraviert haben, eingefressen haben und die uns geprägt haben. Das Wort Gottes ist stärker. Und es zerschlägt diese alten Dinge und macht Raum für etwas Neues. Psalm 1. Ich will euch ein paar Schriftstellen in Erinnerung bringen über, was Gott wirklich gesagt hat, wie wir mit seinem Wort umgehen sollen. Und das ist so anders und so viel mehr, als nur massenhaft Bibeltexte zu verschlingen und ein gutes Gefühl zu haben, dass wir unsere Aufgabe erledigt haben. Nein, es geht nicht um Masse. Es geht um so wenig wie möglich, aber so tief, wie es nur geht. Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen und seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Gott sagt, aus der richtigen Behandlung seines Wortes kommt Erfolg. Gott will, dass wir erfolgreich sind. Nicht in den Augen der Welt, nach den Maßstäben der Welt, aber erfolgreich in dem Sinne, dass wir unsere Berufung finden und ausfüllen und das tun, wofür wir von immer, schon immer geschaffen waren. Und diese Gewissheit haben, ich mache nicht irgendwas Christliches, ich mache das, wofür ich vor Urzeiten geschaffen wurde. Und der Wille Gottes geschieht in meinem Leben. Und daraus kommt so eine Sicherheit, so eine Identität, so eine Geborgenheit. Und wenn du deinen Platz findest im Herzen Gottes, du vergleichst dich nicht mehr mit anderen. Du sagst nicht, oh, ich wünschte, ich könnte so schön singen wie die, und ich könnte so schön prophezeien wie der und predigen und lehren und Wunder tun und dies und das. Du vergleichst dich nicht mehr. Du bist froh, dass du das bist, was Gott dir gegeben hat und wozu er dich gemacht hat. Du hast keine Konkurrenz. Es gibt so viel Konkurrenz im Reich Gottes. Und warum ist das so? Weil Menschen unsicher sind, weil sie versuchen, ihre Sicherheit in ihrem Dienst zu finden. Ich habe eine Gemeinde erlebt mit 3 Worship-Bands und hinterm Vorhang war Krieg zwischen den Bands. Weil die eine Band durfte auf der Konferenz mehr spielen als die andere. Und dann gibt es Krieg. Und ich frage mich, ja, was ist die Motivation für ihren Dienst? Wenn sie wissen, was für ein Privileg das ist, dass sie nur einmal spielen dürfen für Gott und die anderen dürfen 3-mal. Sie freuen sich für die anderen, sie segnen sie und beten, dass das Beste wird überhaupt. Keine Konkurrenz. Wenn wir Konkurrenzdenken haben, wenn wir Neid haben, wenn wir eifersüchtig sind auf andere Menschen, ist das nur ein Indiz dafür, dass wir an der falschen Stelle suchen und dass wir unseren Platz im Herzen Gottes noch gar nicht gefunden haben. Du bist konkurrenzlos. Niemand kann dir das wegnehmen, weil du hast den Platz, den Gott für dich hat und niemand kann sich da auf diesen Platz setzen. Niemand kann dir das wegnehmen. Du bist total sicher, du bist im Frieden. Und das ist ein Armutszeugnis, dass es Konkurrenz unter Dienern Gottes gibt. Es ist ein Armutszeugnis und ein Beweis dafür, dass man seinen Platz im Herzen Gottes noch nicht gefunden hat. Gott möchte, dass wir unsere Identität in ihm haben. Und all das kommt durch das Wort Gottes, das wir betrachten, über das wir nachsinnen. Tag und Nacht, wir beschäftigen uns mit diesem Wort, wir schauen drauf, wir beten das Wort, wir sprechen das Wort. Dieses hebräische Wort hat auch was mit Murmeln zu tun. Wir sprechen das immer wieder vor uns hin. Aber wir wissen, wir sagen das dem Herrn nicht einfach irgendwie wie ein Roboter oder so eine Gebetsmühle oder so, das sinnlos daher proklamieren. Das ist nicht gemeint. Aber mit dem Heiligen Geist zusammen dieses Wort ausschöpfen,
Jesus sagt, seine Worte sind Geist und Leben. Da ist Lebenskraft in seinem Wort. Und viele sind wie Aliens und haben diese Kraft noch nie geschmeckt. Ja, da kommt der Alien zu diesem Besuch und du schwärmst ihm vor, boah Mann, ey, Nüsse, das ist es. Die haben so viel Energie und schmecken noch süß. Und du schwärmst ihm was vor von Nüsse. Und dann sagt, okay, gib her. Ja, und der Alien nimmt die Haselnuss. So viel Energie habe ich jetzt nicht gespürt. Ja, du musst das Ding knacken. Es geht nicht daran, an der Schale zu lutschen. Du musst das Ding knacken. Du musst an den Kern ran. Und viele haben noch nie verstanden, an den Kern des Wortes Gottes zu kommen und diese Lebenskraft zu bekommen. Und wie knackst du die Nuss? Nicht mit Lutschen. Der Heilige Geist macht lebendig. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und du lädst den Heiligen Geist ein und du erklärst ihm, du bist der Autor von ihm. Du alleine weißt, was das bedeutet. Du alleine kannst diese Kraft, die da verborgen ist, in den Buchstaben herausbringen und mir zuführen. Ich brauche dich. Und wir sinnen nach mit dem Heiligen Geist über das Wort. Wir halten Händchen und sagen, hier, das ist deine Worte. Und du alleine bist fähig, mir das klar zu machen. Du bist gesandt, mich in alle Wahrheit zu führen. Nicht vor alle Wahrheit, in, das heißt die Erfahrung. Und jedes Wort hat die Kraft, wenn der Heilige Geist kommt, weil du dich hingibst und nachsinnst und Zeit verbringst. Jedes Wort hat die Fähigkeit, dir die Erfahrung zu geben, von was das Wort spricht. Da sind Worte über Gott, unser Vater. Und der Heilige Geist kann dir Gottes Vaterherz offenbaren. Und deinen Platz in seinem Herzen. Und dir all das Wunderbare zu geben, was beschrieben sind. Viele Christen lesen die Psalmen und fragen sich nie, wenn da so wunderbare Dinge stehen von Lust am Herrn und Freude an seinem Wort und Dankbarkeit und Wertschätzung und Köstlichkeiten und etwas, was uns sättigt. Viele fragen sich nie, und wie komme ich an diese Dinge ran? Sie sagen, oh, hat der David schön gedichtet. Aber warum hat er das geschrieben? Warum sind so viele Erfahrungen in der Gegenwart Gottes beschrieben in den Psalmen? Damit du irgendwann sagst, das ist, was ich haben will. Das ist, was ich brauche. Der Strom der Wonne, der fließt. Das Licht, das wir sehen in seinem Licht. All das kommt, indem der Heilige Geist das Wort lebendig macht. Und er tut es dann, wenn du nicht durch die Kapitel jagst und deinen Haken machst. Prima, heute wieder geschafft. Sondern du nimmst einen Vers, zwei Verse maximal. Besser noch einen halben. Und bei dem bleibst du wochenlang. Und der Feind sagt, das wird doch langweilig nach 10 Minuten. Dicke Lüge. Der Geist macht lebendig. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Du gehst nicht mit deinem Verstand alleine daran, sondern sagst, Heiliger Geist, du bist der Autor und du vermittelst mir die Erfahrung von dem, was hier geschrieben steht. Und dann lernst du mit dem Wort anzubeten. Du lernst das Wort in das Angesicht Gottes zu sprechen und ihm klarzumachen, dass du jeden Buchstaben glaubst und ihm klarzumachen, dass du davon überzeugt bist, das ist mein, das werde ich erleben. Es ist dein Wille, dass ich das hier erlebe. Es ist dein Wille. Und ich freue mich schon jetzt, bevor es passiert, dass es passieren wird. Vorfreude ist ein wichtiger Beweis, dass du wirklich glaubst. Der Geist macht lebendig, er macht das Wort lebendig. Das Geheimnis von einer wachsenden Beziehung zum Herrn ist, dass durch den Heiligen Geist und dein Nachsinnen aus der Druckerschwärze Saft und Kraft und Power und Genuss wird. Das ist der Weg des Glaubens. Und davon hat Paulus geredet. Was sagt er? Das Wort ist dir nahe, in deinem Munde und in deinem Herzen. Und denk doch nicht, die Reihenfolge ist beliebig. Und er hätte es auch andersrum sagen können. Nein, erst im Mund und dann im Herzen.
Wie David sagt, meine Zunge ist der Schreiber eines Tüchtigen, ist der Stift eines tüchtigen Schreibers. Meine Zunge, indem wir sprechen, schreiben wir. Wir sprechen mit Glauben, mit Zuversicht, mit Dankbarkeit, mit Erwartung. Und wir sprechen dieses Wort wieder und wieder und wieder. Und wir beten Gott an mit diesem Wort. Und so wird aus der Druckerschwärze etwas, was in deinem Herzen jubelt und dich inspiriert und erfrischt und aufbaut und stärkt. Nachsinnen über sein Wort, Tag und Nacht. Und diese Kunst ist verloren gegangen, aber das ist der uralte Weg, der hier beschrieben ist. Josua, Kapitel 1. Und wir finden hier das Gleiche. Josua hat gerade die Nachfolge angetreten und er weiß, was auf ihn wartet, was das für ein harter Job ist, weil er war der Gehilfe von Mose und hat gesehen, wie viel Mose gelitten hat an diesem störrischen, halsstarrigen Volk und was das für eine Aufgabe ist, jetzt dieses Volk zu führen und in das gelobte Land hineinzubringen. Und etwas zu tun, was im ersten Anlauf schiefgegangen ist, weil sie so voller Widerspenstigkeit waren und so voller Rebellion waren. So der Junge brauchte Ermutigung. Und Gott kommt und gibt ihm, was er braucht für diese Aufgabe. Er sagt, Vers 6, sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, sie in die Reife führen, sie in ihre Berufung hineinführen, dass ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei stark und mutig. Ja, schön gesagt, ich bin aber schwach und feige. Wenn Gott sagt, sei stark und mutig, dann ist in diesem Befehl Kraft, uns stark und mutig zu machen. Gott spricht und es geschieht. Er sprach und da waren die Sterne da. Galaxien sind hervorgekommen aus seinem Mund. Und wenn er sagt, sei stark und mutig, dann jaulen wir nicht rum und sagen, ja schön, du hast gut reden, aber ich bin schwach und feige. Sondern sagen wir, okay, ich empfange die Kraft. Nicht nur den Befehl, der mich noch kleiner macht, sondern ich empfange die Kraft, ich empfange diesen Zustrom an Ermutigung und an Stärkung. Und dein Wort soll in mir geschehen. Was hat Maria gesagt, als der Engel des Herrn kommt und ihr so eine ungeheuerliche Botschaft bringt? 15-, 16-jähriges Mädchen, sie wird schwanger sein. Und es wird der Heilige sein, der in ihr gezeugt wird. Sie hat nicht gesagt, ja, das kann ich mir aber jetzt nicht vorstellen. Also, ich weiß auch gar nicht, ob ich dazu bereit bin. Sie hat gesagt, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Wille Gottes geschehe. Und sie empfing das Wort. Und das Wort wirkte ein Wunder in ihr. Und das Baby war gezeugt vom Heiligen Geist. Halleluja. Und du weißt vom Hebräischen, die Identität und das Erbe kommt vom Vater, nicht von der Mutter. Das Erbe kommt vom Vater. Und wer war der Vater? Der Heilige Geist. Nicht Josef. Sei stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst. Dann, dass dir mein Knecht Mose befohlen hat, weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst überall, wo du hingehst. Und jetzt kommt, wie schafft er das? Wie kann er so leben, dass er nicht abweicht und dass diese göttliche Kraft wirklich sich auswirken kann an ihm? Lass das Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen. Hab es auf den Lippen, sprich es immer wieder. Forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Dann wirst du gelingen haben und auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Siehst du die Parallele zu Psalm 1? Nachsinnen und dann kommt der Erfolg.
dann kommt das, was Gott haben wollte, was Gott sehen wollte. Es kommt nicht durch Willenskraft zustande, es kommt durch das machtvolle Wort Gottes, das sich entfalten kann, dass wir knacken können und an den Kern kommen können, an die Lebenspower kommen können, wenn wir unseren Teil tun, nachsinnen. Das ist der Schlüssel. Das war das Geheimnis von einem der größten deutschen Männer Gottes, die jemals hervorgekommen sind, Georg Müller. Das war sein Geheimnis. Viele kennen ihn nur von den Waisenhäusern. Aber er war ein mächtiger Mann des Glaubens, ein Mann des Gebetes. Und er hat Wunder über Wunder gesehen. Und Gott hat ihn mächtig gebraucht. In manchen anderen Bereichen auch noch. Und der Schlüssel für seinen jahrzehntelangen fruchtbringenden Dienst war diese Sache, Nachsinnen über das Wort. Und das waren die Schriftstellen, Psalm 1 und Josua 1, Vers 8, auf die er das alles gegründet hat und hat Zeit verbracht und hat gelernt, mit dem Wort Gott anzubeten und in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und wenn er dann junge Prediger in seinem Seminar oder Art Bibelschule oder theologische Ausbildungsstätte, wie du das nennen willst, instruiert hat, dann hat er immer wieder ihnen dasselbe erzählt. Und wenn er 20 Jahre später wieder Lektionen gehalten hat, hat er wieder dasselbe erzählt. Und er sagt, meine erste Pflicht am Morgen ist, meine Seele glücklich zu machen in Gott. Das war das Geheimnis von seinem äußerst fruchtbaren Dienst, Beziehung mit Gott. Nicht schaffe, schaffe und wirken und rotieren und Aktionismus, sondern vor Gott sein und Gott wirken lassen und das Wort hervorkommen lassen in Kraft und in Klarheit. Das war das Geheimnis von Georg Müller. Und das ist, was Paulus meint. Wir hatten schon die Schriftstelle Kolosser 3, 16. Lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen. Nicht nur husch, husch mal vorbeikommen und Hallo sagen, wohnen. Es wohnt und es prägt um und baut um und macht alles innen drinnen neu. Philipper 4, Vers 8. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, was ehrbar, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert ist, alles, was wohllautet, wenn es irgendeine Tugend und irgendein Lob gibt, das erwägt. Erwägen bedeutet innerlich bedenken, abwägen, in Betracht ziehen. Das ist, was wir tun sollen. Das Wesen Jesu anschauen, uns zu eigen machen und lernen zu sehen, die Schönheit unseres Gottes. Das ist es. Und es macht so viel Sinn, dass wir dieses Gesetz, wie die Kraft des Wortes freigesetzt wird, zuerst anwenden auf das Wort selber. Und wir denken darüber nach, was für ein wunderbares Ding das Wort Gottes ist. Dass es wie ein Same ist, der, wenn er die richtigen Bedingungen findet, Frucht trägt, wächst. Es ist wie eine Waffe, es ist ein Hammer, es ist ein Licht. So viele verschiedene Wirkungen und Eigenschaften hat das Wort Gottes. Und je mehr wir uns damit beschäftigen und nachdenken, was Gott eigentlich gesagt hat über sein Wort, umso größer wird unser Glaube und umso größer wird unsere Motivation. Okay, diesem Wort liefern wir uns jetzt aus und diesem Wort geben wir Raum, in uns sein Werk zu tun. Und nicht husch, husch schnell den Kalenderblatt abziehen und okay, das war jetzt meine stille Zeit. Ihr Lieben, vergiss das. Wenn du wachsen willst, wenn du vorankommen willst, wenn du in deine Berufung kommen willst, dann gilt es zu investieren. Zeit, Stunden zu investieren. Und über dem Wort zu brüten, nachzusinnen, den Heiligen Geist mit einzubeziehen. Halleluja. Halleluja. Und so kommt das Leben aus Gott, das im Wort verborgen ist, hervor und entfaltet sich in uns. Lass uns einmal zu Sprüche Kapitel 2 gehen. Eine
ganz, ganz wichtige Passage in diesem Zusammenhang. Und wenige machen sich Mühe, das durchzubuchstabieren und ihr Leben zu geben und sagen, genau das, diese Anweisung werde ich jetzt befolgen. Und das werden die Ergebnisse sein. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst, oh, bevor wir uns das im Detail anschauen, lass uns erstmal einen groben Überblick werfen und wir sehen eine interessante Struktur. Dreimal, wenn du, dreimal. Wird gesagt, wenn du, wenn du, wenn du, dann er. Das ist die Struktur von diesem Text hier. Also wir sind dran, wir sind aufgefordert, unseren Teil zu tun. Und wenn wir den tun, er wird seinen Teil tun. Also wenn du meine Worte annimmst, meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest. Wer betet um Verständnis, der weiß, dass er keine hat. Wer weiß, dass er verständig ist und sagt, hey, was willst du, ich habe Abitur, ich kann die Bibel lesen, ich verstehe das doch, kein Problem. Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und ohne Gott sind wir absolut hilflos. Vielleicht eines der schwersten Worte Jesu zu glauben ist, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Oh, wir können so viel tun. Wir können organisieren, wir können machen, wir können gewaltige Dinge tun, wir können große Projekte stemmen, wir können so viel. Aber das Problem ist, es kommt so wenig dabei raus. Es gab noch nie eine Zeit, wo es so viel christliche Literatur gab in dieser Zeit. So viele Konferenzen, so viele Seminare, so viel Sachen auf YouTube und auf Bücher und CDs und weiß nicht. Nie eine Zeit, wo es so eine Fülle von Lehrmaterial gab. Und es gab noch nie eine Zeit von solcher Flachheit, von solcher Kraftlosigkeit, von solcher Wirkungslosigkeit. Ich weiß nicht, ob du schon mal Bücher gelesen hast von Autoren, die 100, 200, 250 Jahre zurück sind. Dann verstehst du, was wir für Waisenknaben sind. Wie stümperhaft, wie halbherzig wir sind in unserem Glauben. Wenn du siehst, was für ein Verständnis von Glauben und Hingabe und Leben mit dem Wort und Anbetung solche Leute hatten wie die Puritaner. Aber wir lesen so flaches Zeug. Heute geschrieben, morgen schon wieder vergessen. Mit fast null Durchschlagskraft. Einfach nur Futter fürs Gehirn, aber nicht fürs Herz. Ihr Lieben, es gibt Schätze. Und viele haben noch niemals diese Schätze gesehen und entdeckt und wissen nichts davon. Und kennen nur die modernen Geschichten, die alle so langweilig sind, die so flach sind, die so kraftlos sind. Um Verständnis betest, weil du dich demütigst, weil du einsiehst, du hast überhaupt keinen Verstand in geistlichen Dingen. Wenn du um Einsicht flehst, ich brauche Hilfe, ohne Gott kann ich gar nichts. Da habe ich das wunderbare Buch Gottes und kann nichts damit anfangen. Ich bin hilflos, ich bin angewiesen auf seine Hilfe. Wer sich demütigt, bekommt Gnade. Wer weiß, er kann alles, er hat alles, er weiß alles, er hat studiert, vielleicht sogar ein Diplom. Okay, es gibt Menschen, die sind hinter Diplome her. Die glauben, dass man mit Diplome im Reich Gottes was erreichen kann. Arme Menschen, die das geistliche Leben nicht verstehen. Die denken, die brauchen irgendein Empfehlungsschreiben, die brauchen irgendwie etwas, was man an die Wand hängt, womit man andere Leute, die genauso wenig Ahnung haben, irgendwie beeindrucken könnte. Jemand schrieb mir mal und sagte, ich soll ihm eine Bibelschule empfehlen. Er will einen geistlichen Dienst. Und ich habe ihm eine empfohlen. Und dann sagt er, ja, aber die geben kein Diplom. Ich sage, für was brauchst du ein Diplom? Glaubst du, du kannst mit Diplom Gott beeindrucken? Nee. Kannst du mit Diplom Teufel beeindrucken? Auch nicht. Also wofür ist ein Diplom da? Um Ignoranten, um Leute, die Gott und die Salbung nicht kennen, zu beeindrucken. Wenn du die beeindrucken willst, ja, dann geh irgendwo studier Theologie. Aber das ist keine,
keine Kraft dahinter, da ist keine Durchschlagskraft, da ist kein Leben. Das ist einfach nur aus dem Hirn in andere leere Hirne was transportiert. Aber es ist nicht etwas, was Leute aufbaut, wo sie sagen, wow, das inspiriert mich, das gibt mir Mut. Jawohl, das tue ich jetzt, das wird funktionieren. Das Wort Gottes gibt Leben. Das ist was ganz anderes als Information. Ja, wir brauchen Information. Aber danach kommt es eine Etage tiefer. Und das ist das Leben, das der Geist hervorkommen lässt aus dem Wort Gottes. Und das ist nur für die, die sich demütigen und die auf die Stimme des Verstandes nicht hören. Mensch, Junge, du hast so viel auf dem Kasten, du bist so clever, du kannst so viel auf die Beine stellen. Wieso willst du Stunden mit diesem Buch verbringen? Da kommt doch nichts mehr raus. Mach lieber was, krempel die Ärmel hoch und bring das Volk in Schwung und denk dir tolle Pläne aus. Es ist Gott, der in uns wirkt. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Tiefgang ist gefragt, Leben ist gefragt, nicht irgendwelche tollen, beeindruckenden, fasziniert klingende Pläne. Es gibt so viele, die sind wie Sternschnuppen. Hast du schon mal eine Sternschnuppe gesehen? Die geht auf, oh! Und das war's dann. Und du hörst nie wieder was. Du hörst nie wieder was, das war's dann. Ihr Lieben, wir wollen einen Dienst haben, wir wollen ein Leben haben, das jahrzehntelang funktioniert und immer tiefer und immer stärker und immer kraftvoller und immer fruchtbringender wird. Das wollen wir haben. Und am Ende soll das Beste sein. Das kommt nur durch das Wort Gottes, auf keine andere Art und Weise. Das Wort Gottes, mit dem wir Zeit verbringen, händchenhaltenderweise mit dem Autor. Und ihr kennt schon, wenn ihr schon ein paar Teachings von mir gehört habt, eins meiner besten Sätze. Die Bibel ist das einzige Buch der Weltliteratur, das du nur in Freundschaft mit dem Autor verstehen kannst. Freundschaft, Paulus sagt, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sollt ihr alle haben. Alle sollen diese Freundschaft haben, sollen sich an ihn wenden, sollen Glauben haben, dass er der Autor ist, dass er alleine weiß, was es bedeutet und dass er gerne uns das mitteilen will, aber in Geduld, im Warten. Und nicht, mach mal schnell, ich habe noch 2 Minuten, kannst mir schnell einen Input geben. Ja, das ist erbärmlich, ihr Lieben. Und deswegen kommt auch so wenig dabei raus. Oh, Hauskreisleiter, Mann, heute Abend. Ja, ich habe ja Hauskreis. Boah, ich bin da dran. Herr, gib mir schnell eine Message. Das wird nie eine lebens- und kraftgebende Botschaft werden, niemals. Für den Abend mag das genug sein, aber es hat keine Langzeitwirkung. Es hat keine Auswirkungen Jahre später. Und das ist, was wir brauchen, dass das Wort wieder tief geht, dass das Wort Ereignis ist im Herzen, dass es wie Schuppen von den Augen fällt und wir Dinge begreifen und erschüttert werden und etwas rausfliegt aus unserem Alten und etwas Neues eingepflanzt wird und wir verändert werden und sagen, boah. Ich hatte das Vorrecht, einige sehr beeindruckende Männer Gottes zu treffen. Und ich war noch nicht mal ein Jahr Christ. Und ich war da auf so einer 10-monatigen Jüngerschaftsschule. Und ein Mann Gottes kam dort und hat eine Botschaft gebracht. Und das ist jetzt fast über 48 Jahre her. Und das ist eine der stärksten Botschaften gewesen, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Und hat über Glauben gesprochen und über die Kraft des Wortes Gottes und wie Gott wirklich uns treffen und prägen will. So, wir sind da noch nicht fertig bei dem Wenn du. Vers 4. Wenn du sie, die Einsicht, suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen. Wovon redet das? Von Mühe. Nicht nur Zeit, Mühe. Anstrengung unternehmen. Oh nein, Gnade ist es mir alles geschenkt und das rieselt alles so auf mich herab. Anstrengung ist vom Übel und ich soll gar nichts tun. Ich soll ruhen von den Werken und Gott macht das alles. Klingt schön, aber das hat nichts mit Bibel zu tun. Anstrengung ist gefragt. Mose musste die Steinplatten hauen und hochschleppen.
Und wir brauchen Anstrengung, drin zu bleiben im Wort und zu suchen wie Silber. Geh mal ins Erzgebirge, wo sie früher Silber gefördert haben. Was die da aus der Erde rausgeholt haben, an Geröll, an Abraum, an nutzlosen Gestein, bis die irgendwann da unten mal die Hoffnung hatten, auf eine Silberader zu treffen. Was die sich für Arbeit gemacht haben. Und wenn sie dann eine Silberader, ich hatte früher so andere Vorstellungen, eine Silberader gefunden hatten, wenn es gut ging, war die Finger dick. Und dafür haben die riesige Massen von Gestein aus dem Berg rausgeholt und hochgeschleppt, um ein bisschen Silber zu finden, weil sie wussten, diese Silberader und du bist der gemachte Mann. Mehr brauchst du nicht. So, ich stelle mir manchmal so vor, du hast ein Grundstück, Garten. Und aus verlässlicher Quelle weißt du, auf deinem Grundstück ist ein Schatz vergraben. Und nehmen wir mal an, was zumindest in Deutschland nicht die Gesetzeslage ist, wenn du diesen Schatz findest, der gehört dir, weil das dein Grundstück ist. In Deutschland ist das nicht so, es gehört dem Staat. Okay, aber nehmen wir mal an, ja, du hast ein Grundstück, du weißt aus sicherer Quelle, da ist ein Schatz. Und wenn du ihn findest, er gehört dir und du bist ein gemachter Mann. Was würdest du tun? Och, das klingt aber interessant. Boah, also das nächste Mal, wenn ich durch den Garten schlendere, da gucke ich auch mal unter das Salatblatt, vielleicht finde ich ja den Schatz. Ach, das wäre ja cool. Ich gucke mal so ein bisschen. Du kaufst dir einen Bagger. Und wenn du nicht das Geld hast, dann leiste dir Geld, nimmst einen Kredit auf und kaufst den Bagger. Sag, wenn ich den Schatz finde, kaufe ich nicht nur den Bagger, dann kaufe ich die ganze Baufirma gleich. Und du gräbst und du gräbst und du lässt keinen Quadratmeter in deinem Grundstück unbearbeitet. Du steckst da eine Menge Mühe rein und Zeit und Energie. Weil du weißt, der Schatz ist hier und der gehört mir. Ist das so? Oder bist du einer, der so Salatblatt anlüftet? Das ist gemeint, Mühe, graben, forschen, suchen, arbeiten, dranbleiben. Forschen wie nach Schätzen. So, da haben wir die dreimal. Wenn du, dann... Jetzt kommt die Belohnung. Dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen. Ach, ich dachte, ich finde den Schatz. Das ist der Schatz. Die Furcht des Herrn ist der Schatz. Aber leider haben wir so viele Ignoranten, die denken, Furcht des Herrn, das ist Altes Testament, das hat mit uns im Zeitalter der Gnade nichts zu tun. Jesus hat gesagt, ihr irrt. Weil er die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Nimm nur deine Konkordanz und guck mal, Furcht des Herrn, Furcht Gottes, Gott fürchten. Und du wirst erstaunt sein, wie viele Schriftstellen es gibt im Neuen Testament und was für eine Bedeutung die Furcht des Herrn hat. Das ist der Schatz. Vielleicht können wir da mal gerade ein Lesezeichen reintun. Und wir gehen mal gerade zu Jesaja. Jesaja. Kapitel 11. Und hier ist der Dienst des Messias. Vers 2. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das ist der siebenfache Geist Gottes. Es sind sieben verschiedene Aspekte und Dienste des Heiligen Geistes. So, das wird beschrieben vom Leben, vom Dienst des Messias. Aber jetzt guck mal Vers 3. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Sieben Qualitäten werden aufgeführt, aber eine wird betont. Das ist, woran sein Wohlgefallen ist. Das ist, worum es wirklich geht. Und jetzt schauen wir uns seine Prophetie an über die herrliche Gemeinde in der Endzeit, in der Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Jesaja 33. Vers 6, und du wirst sichere Zeiten haben. Denk dran, Jesus hat gesagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch in die Welt.
Und die vollendete, herrliche Gemeinde, sie wird Christus widerspiegeln. So wie Christus den Vater gezeigt hat, zeigt die Gemeinde der Welt Christus. Und in aller Demut und aller Bescheidenheit und Wahrhaftigkeit wird sie der Welt sagen, wenn ihr wissen wollt, wie Christus ist, kommt zu uns. Nicht schaut unseren Starprediger an, kommt zu uns als Gemeinde. Seht, wie wir leben, wie wir einander lieben, wie unsere Ehen sind, wie unsere Teenagerkinder sind, wie wir mit Konflikten umgehen. Kommt und seht. Das ist unser Problem. Wir haben eine tolle Botschaft. Wir stellen großartige Dinge ins Schaufenster. Aber wenn dann die Leute kommen, wir haben nichts auf Lager. Das ist unser Problem. Wir sind bettelarm. Wir haben nur große Sprüche. Aber die Realität wird kommen. So. Sichere Zeiten wirst du haben, eine Fülle von Heil und Weisheit und Erkenntnis. Das sind die Schätze, die Gott der Gemeinde anvertrauen wird für die Nöte der Welt. Die Furcht des Herrn, sie wird Zions Schatz sein. Siehst du hier die Parallele zu Jesus? Erst wird das Wunderbare beschrieben und dann wird gesagt, aber worauf das Ganze ruht, ist die Furcht des Herrn. Siehst du das? Die Furcht des Herrn, das ist ihr Schatz. Die hat Fülle von Weisheit, Fülle von Heil und von Erkenntnis, weil sie gegründet ist in der Furcht des Herrn. Okay, nach diesem kleinen Ausflug gehen wir jetzt zurück zu Sprüche 2. Dann, wenn du diese Bedingungen erfüllst, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen. Natürlich, das bedeutet nicht, du hast jetzt das Konzept, die Grundideen von der Furcht des Herrn verstanden und kannst die wiedergeben. Nein, nein, das ist nicht gemeint. Das kann jeder Neubekehrter, dem kannst du erzählen, was ist das Wesen der Furcht des Herrn. Er hört gut zu und dann sagt man wiederhole und er kann das wiederholen. Aber damit hat er nicht die Furcht des Herrn verstanden. Er hat nur ein Konzept, eine Theorie, aber er hat nicht die Furcht des Herrn. Wenn es hier heißt, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen. Das heißt, das ist die Kraft, die in deinem Herzen jetzt wirkt. Und als Folge von der Furcht des Herrn kommt diese gewaltige Verheißung und nicht anders und nicht vorher und die Erkenntnis Gottes erlangen. Das ist die letzte und einfachste Erklärung für unsere Armut, für unseren Mangel, für unsere Kraftlosigkeit und für unsere leeren Aktionen, die die Welt nicht bewegen. Wir kennen Gott nicht. Wir kennen ihn nicht wirklich. Und warum kennen wir ihn nicht? Weil wir die Voraussetzung nie geschaffen haben, uns danach auszustrecken, dass die Furcht des Herrn uns ergreift. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sprüche 1, Vers 7. Ohne Furcht des Herrn gibt es keine himmlische Weisheit, menschliche Weisheit in Hülle und Fülle. Und Paulus sagt, ich will nicht, dass euer Glaube auf Menschenweisheit beruht, sondern auf der Kraft Gottes. Und wir haben viel zu viel Menschenweisheit, viel zu viel intellektuelles Zeugs hier oben gespeichert, dass wir schon ganz schwindelig werden von all unseren theologischen Überlegungen und Ideen. Bloß keine Kraft ist da. Das ist unser Problem. Und das wird nicht sich ändern, indem wir jetzt irgendwie Seminare machen, wie lernen wir jetzt die Kranken zu heilen oder wie lernen wir im Prophetischen zu operieren. Ich glaube das nicht. Der Weg zur Kraft Gottes ist die Erkenntnis Gottes, die nämlich uns transformiert. Und der Weg zur Erkenntnis Gottes ist die Furcht des Herrn. Ohne Furcht des Herrn gibt es keine Erkenntnis Gottes. Ist mir egal und völlig wurscht, wie viele Jahre du Theologie studiert hast. Das Studium wird dich immer weiter wegbringen von der Realität Gottes, wenn es nicht ein Studium ist, wo das Erste ist. Ich war durch Gottes Führung und Gottes Humor eingeladen für einen Tag in eine theologische Ausbildungsstätte. Eine sehr berühmte, bekannte deutsche theologische Ausbildungsstätte. Da kannst du 5 Jahre studieren und dann kriegst du ein Diplom. Und Gott hat mich da reingeschmuggelt. Die hätten mich nie akzeptiert, weil ich
einer bin, vor denen sie warnen würden. Aber Gott ist clever und durch die Hintertür bin ich reingekommen. Und ich konnte 3 Lehreinheiten bringen zu allen Jahrgängen inklusive Lehrer. Ui. Und natürlich, alle haben gedacht, jetzt kommt der Henkel, dieser super Charismatiker. Und der wird natürlich nur über Zungenreden reden. Ich habe nicht ein Wort über Zungenreden geredet. Ich habe darüber geredet, ein Freund Gottes zu werden. Und ich habe in der Pause mit den Studenten gesprochen und sie interviewt und sage, ihr habt ihr hier ein beeindruckendes Curriculum und was ihr alles lernt. Meine Güte, mir wird schon schwindelig, wenn ich nur die Aufzählung lese. Sagt einmal, wie viele Vorlesungen, so nannten sie das. Ja? Also was ich jetzt mache, ist in ihren Augen eine Vorlesung. Ja? Meine Güte. Wie viele Vorlesungen habt ihr denn über das Thema Gott kennenlernen, Gott lernen zu lieben von ganzem Herzen? Wie viele Vorlesungen in diesen 5 Jahren habt ihr zu diesem Thema? Die gucken mich mit so großen Augen an und sagen, natürlich keine. Ich sage, natürlich? Findest du das normal? Ihr werdet hier mit theologischem Blödsinn gefüllt und werdet gehindert, Gott kennenzulernen. Findest du das normal? Und dann ist dein Kopf voll mit diesen Ideen und dann hast du dein Zertifikat, das jetzt bescheinigt, jetzt kannst du eine Gemeinde leiten. Und dann gehst du in diese Gemeinde und füllst ihre Hirne mit dem Stroh, den du angesammelt hast. Wo soll denn da die Kraft herkommen? Wo soll denn da die Heiligung herkommen? Wo soll denn da Beziehung zu Gott herkommen, wenn du sie nicht hast? Was du nicht hast, kannst du nicht geben. Und das ist nicht die einzige Ausbildungsstätte, die so funktioniert. Es gibt noch andere. Ich erkunde mich immer, was lernt ihr denn da so, ob das bei den Pfingstlern ist oder hier oder da. Und es ist erschreckend. Und das, was wirklich zählt, wird nicht gelehrt. Kein einziges Wort über die Furcht des Herrn. Aber die Furcht des Herrn ist die Voraussetzung, um Gott kennenzulernen. Alles, was außerhalb und an der Furcht des Herrn vorbei, ohne die Furcht des Herrn kommt, ist nur intellektuelles, angesammeltes, wertloses Stroh, was niemandem nützt, was niemandem Verlangen gibt, in die Gegenwart Gottes zu kommen, was niemand ermutigt und aufbaut, jetzt den Kampf gegen seine Sünde aufzunehmen, was niemand motiviert, Gott zu suchen. Alles wertlos, wertloses Zeugs. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Bevor die Furcht des Herrn nicht in unser Leben kommt, werden wir, Gott garantiert uns das, keine geistgewirkte Erkenntnis von Gott bekommen. Keine. Null. Nicht ein bisschen. Null. Gar nichts. Die Furcht des Herrn ist der Anfang. Und was ist vor dem Anfang? Nichts. Denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Er hält für die Aufrichtigen Gelingen bereit und beschirmt die in Lauterkeit wandeln. Er bewahrt die Pfade des Rechts und er behütet den Weg seiner Getreuen. Dann, wenn wir die Furcht des Herrn haben, dann verstehst du Gerechtigkeit und Recht, Aufrichtigkeit und jeden guten Weg. Jetzt kommt eine der grandiosesten Segnungen der Furcht des Herrn, Vers 11. Dann, wenn du die Furcht des Herrn hast, wird Besonnenheit dich beschirmen. Einsicht wird dich behüten, um dich zu retten von dem Weg des Bösen, von dem Menschen, der Verkehrtes spricht. Die Furcht des Herrn ist die Kraft, die uns bewahrt auf dem schmalen Weg. Und das ist der Grund, warum so viele auf dem breiten Weg unterwegs sind, weil sie die Furcht des Herrn nicht haben. Und zimmern sich eine Gnade zurecht, die es im Wort Gottes gar nicht gibt. Gehen wir noch zu Jeremia. Eine weitere Schriftstelle über den neuen Bund, über das Wesentliche des neuen Bundes. Jeremia 32, Vers 40. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohl zu tun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz legen. Und was ist das Ergebnis? Was wird daraus kommen? Damit sie nicht mehr von mir abweichen. Gehorsam
von Herzen, nicht aus Zwang, nicht aus Gesetz. Ich muss ja, ich bin Christ und ich muss mich ein bisschen zusammennehmen oder ich muss ja nett sein oder was weiß ich, was Menschen sich da so für Vorstellungen machen, sondern es kommt von Herzen. Das ist unsere neue Natur. So, das ist ein wesentlicher Aspekt des neuen Bundes. Gott legt seine Furcht in unser Herz. Und wie er das tut, das haben wir uns schon gerade angeschaut. Bevor wir zu gewaltigen Segnungen dieses von der Furcht Gottes erfassten Herzens anschauen, lass uns noch eine Schriftstelle anschauen, die nochmal den Weg beschreibt. Das ist nochmal ganz interessant. 5. Mose 17, das Gesetz vom zukünftigen König. Gott weiß schon damals, die sind nicht zufrieden mit ihrem Richtersystem, wo die Richter vom Gott eingesetzt sind. Irgendwann wollen die auch einen König haben. Wir wollen auch so sein wie die anderen. Die haben alle einen König und wir haben keinen König. Gott sagt, okay, wenn ihr einen König haben wollt, aber dann bitte achtet drauf, dass es noch in meinen Ordnungen passiert. Es soll geschehen, wenn er, dieser kommende König, auf dem Thron seines Königreiches sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem Buch, das den Priestern, den Leviten vorliegt. Und sie, diese Abschrift, soll bei ihm sein. Und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen. Jetzt Achtung! Damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt. Aus der Hingabe, aus der Beschäftigung mit dem Wort Gottes kommt die Furcht des Herrn. Und sie kommt nicht mit einmal und dann ist sie da, sondern es ist ein Prozess. Er lernt, den Herrn zu fürchten. Und was wird diese Furcht des Herrn bewirken? Gehorsam, um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnung zu bewahren, sie zu tun, damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebt und er und vor dem Gebot weder zur Rechten noch zur Linken abweicht, damit er die Tage seiner Königsherrschaft verlängert, er und seine Söhne in der Mitte Israels. Aus der Hingabe, der täglichen Hingabe an das Wort Gottes. Und wie die aussieht, haben wir vorhin schon beschrieben. Nicht einfach Kapitel lesen, Haken drunter, fertig. Sondern dranbleiben, ausloten, ausforschen, graben, nachsinnen, es in die Anbetung nehmen. Gott mit der Schrift anbeten. Ist so, so, so machtvoll. Und wie geschieht denn das? Wie geschieht denn das, dass diese Furcht des Herrn uns bewahrt, dass da Besonnenheit wacht über uns? Hast du schon mal Situationen gehabt, wo du unbesonnen gehandelt hast, unbesonnen Worte gesprochen hast, die dann Zerstörung angerichtet haben in Beziehung? Und du hättest dir gewünscht, ich hätte doch lieber einen gehabt, der mich warnt. Ich hätte doch lieber einen gehabt, der auf mich aufpasst, der sagt, halt, stopp, das, was du jetzt sagen willst, sagst du nicht. Es ist zu mühsam, die Scherben wieder aufzusammeln. Mach es nicht, lass es sein. Also wir brauchen jemanden, der auf uns aufpasst. Wenn du das verstanden hast, dass du einen Aufpasser brauchst, dann bist du schon ein gutes Stück vorangekommen auf deinem Weg. Sprüche 16. Hier in Jeremia haben wir gesehen, Furcht des Herrn, damit wir nicht abweichen von ihm. Sprüche 16. Vers 6, der zweite Teil. Durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Das ist die Kraft Gottes, wie wir es in Sprüche eben gelesen haben. Das ist die Kraft Gottes, die uns bewahrt. Und das ist, was Gott Israel am Anfang beibringen wollte, aber sie haben nichts verstanden. 2. Mose 20, das war direkt nach der Befreiung aus Ägypten und Mose führte sie zu dem Berg, wo er diese lebenstransformierende Begegnung mit Gott hatte und Gott wollte, dass dort auch das Volk jetzt eine Begegnung hat mit Gott. Aber das war so dramatisch und spektakulär und im menschlichen Sinne Angst einflößen. Der Berg bebte und Hörnerschall und Blitze und Donner, das war schon eine beeindruckende Geschichte. Und die Leute sagen, da gehen wir nicht näher, das überleben wir nicht.
Sie wussten, dass Mose da drin war und wieder zurückgekommen ist. Aber sie sagen, nee, wenn wir da hingehen, wir überleben das nicht. Sie stellen ihre Erfahrung, ihre Ideen über das, was Gott sagt. Und sie sagen, nee, Mose, geh du hin, hör du. Und wir werden dann tun, was Gott dir sagt und was du uns dann sagst. Aber die Transformation wäre gekommen, wenn sie selber Gott gesehen und gehört hätten. Aber sie erfinden das Pastorensystem. Pastor, bete du für uns. Geh du lebendiges Wort finden und dann sag uns, was Gott gesagt hat. Mose, geh du hin und dann wollen wir dich hören. Glaube aus zweiter Hand. Ich kenne einen auf YouTube, der hat das und das und das gelehrt. Und das finde ich so beeindruckend. Ja, kennst du sein Leben? Kennst du seinen Charakter? Kennst du seinen Lebensstil? Weißt du, was andere, die Erfahrung haben über Jahrzehnte im Dienst, was sie wissen? Nein, ich finde das faszinierend. Eines der größten Probleme, die wir haben, dass Leute mehr in YouTube unterwegs sind, als im Wort Gottes. Das ist eines der größten Probleme. Ohne Unterscheidung surfen sie wahllos rum von einem Angebot, was der Algorithmus ihnen vorschlägt, bis zum nächsten. Und inhalieren Gift und zerstören ihren Glauben und merken es gar nicht. Und da ist mehr Misstrauen und mehr Skepsis und mehr Angst und mehr Vorsicht als Vertrauen in Gottes Fähigkeit, uns die Wahrheit zu offenbaren und uns zu leiten. Da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, denn nur um euch auf die Probe zu stellen, ist Gott gekommen, und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Übrigens, das ist eine der Schriftstellen, die dir zeigt, dass Furcht ist ja nichts mit Angst zu tun hat. Denn stell dir mal vor, das würde beides mal jetzt Furcht im Sinne von Angst bedeuten. Dann würde Mose sagen, ja, habt keine Angst, denn Gott ist nur gekommen, damit ihr Angst habt. Das macht doch keinen Sinn. Ja? Sondern das erste Mal ist, hey, habt keine Angst. Gott stellt euch auf die Probe. Und er will etwas tun, damit Ehrfurcht, Respekt, Furcht des Herrn in euch sei. Und wenn heute Leute sogar von Rang und Namen und populär erzählen, dass Furcht des Herrn was mit Angst zu tun hat, glaube ihnen nicht. Es hat nichts mit Angst zu tun. Gar nichts, 0, nichts. Wie sollten wir Angst haben vor einem Gott, zu dem wir Papa sagen, lieber Vater, den wir suchen sollen, dem wir vertrauen sollen, bei dem wir Geborgenheit finden. Du findest nicht Geborgenheit bei einem, vor dem du Angst hast. Never. Das gibt es nicht. Geborgenheit kommt, wenn ich weiß, ich bin sicher, ich habe nichts zu befürchten. Da ist nur Annahme, da ist nur Wertschätzung, da ist Sicherheit. Und wieder dieser Gedanke, die Furcht des Herrn hält euch ab zu sündigen. Die Furcht soll euch vor Augen sein, die Furcht des Herrn, damit ihr nicht sündigt. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt schauen wir uns an, wie funktioniert denn das? Wie hält denn die Furcht des Herrn uns vom Bösen ab? Das ist das wichtigste Ding in dem Ganzen jetzt hier. Sprüche 8. Vers 13. Die Bibel erklärt die Bibel. Du brauchst keine dicken Kommentare. Du brauchst Freundschaft mit dem Heiligen Geist und dann ab ins Wort. Und dann findest du Parallelstellen, die du noch nie entdeckt hast, die auch nicht in deiner Bibel markiert sind als Parallelstellen. Aber der Geist lehrt dich. Dank sei Gott für manche Bibel-Parallelstellen. Aber es gibt Heilig Geist versteckte Parallelstellen. Die findest du nur in Freundschaft mit dem Autor. Und die Bibel ist so geschrieben, dass sie die Bibel erklärt. Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Da ist wieder das transformierte Herz, das neue Gefühle hat. Und zwar Gefühle aus dem Herzen Gottes, was mit Gott übereinstimmt. Und mal ganz ehrlich, wie viel Disziplin brauchst du? Wie viel Fürbitteunterstützung brauchst du, um etwas zu meiden, was du hast? Null. Du sagst, dieses Zeug rühre ich nicht an. Das hasse ich wie die Pest. Damit will ich nichts zu tun haben. Ja?
Dein Hass reicht aus, um dieses Ding einen großen Bogen zu machen. Das ist, wie es funktioniert. Das ist die Kraft Gottes in unserem Herzen, dass wir Dinge so empfinden, und ich rede buchstäblich jetzt von Gefühlen, wie Gott sie empfindet. Und er hasst das Böse und dein Herz ist erfüllt von der Furcht des Herrn und du hasst das Böse. Und da gibt es nicht ein langes Zögern, soll ich vielleicht doch mal, wäre doch lecker, warum nicht, einmal ist keinmal, kann man ja mal probieren, kann ja hinterher noch Buße tun. Nichts von diesen ganzen Spielchen. Sondern da ist dieser Hass und man sagt, ich will nichts damit zu tun haben. Halleluja. Das ist die Kraft, die uns bewahrt auf dem schmalen Weg. Die Furcht des Herrn, nicht Disziplin, nicht Willenskraft, sondern etwas, was in deinem Herzen wohnt. Und bevor du überhaupt nachgedacht hast, hast du schon entschieden, nein, du willst es nicht. Und siehst du den Zusammenhang, wenn Paulus uns befiehlt, was wir schon angeschaut haben, verabscheut das Böse. Dann sagt er damit, habe die Furcht des Herrn, weil Furcht des Herrn ist das Böse zu hassen. Wo kriegst du denn Horrorgefühle? Das ist, was es bedeutet. Hab Horrorgefühle vor dem Bösen. Wo kriegst du denn diese Gefühle her? Welchen Knopf drückst du in deiner Seele, um Horrorgefühle hervorzurufen? Gott verändert deine Gefühle. Er prägt sie um und du fängst an zu fühlen, wie er fühlt. Und du willst mit diesem Zeug nichts zu tun haben. Wenn du diesen Segen verstehst, es ist die Furcht des Herrn, die dich auf dem schmalen Weg bewahrt, die dich bewahrt davor, falsche Entscheidungen zu treffen, auf Listen des Feindes reinzufallen, dann wirst du sowas beten wie hier, Psalm 86, Vers 11. Herr, zeige mir deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Nicht, ich habe 10 Lieblingswünsche. Eins nur, eins will ich, richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Und wenn du jemals ein Bibelstudium machen solltest über die Furcht des Herrn und dann zu dem Kapitel kommst, die Segnungen der Furcht des Herrn, dann weißt du, du brauchst nur eine Sache. Weil alles, was du brauchst für jetzt und für die Zukunft, sogar für deine Nachkommen, ist die Furcht des Herrn. Mehr brauchst du nicht. Das ist das eine. Weil alles andere darin enthalten ist. Und das erklärt diese großzügige Ignoranz dieses wichtigen Themas. Das erklärt unseren Mangel. Das erklärt unsere Armut. Das erklärt, warum so viel Sünde in der Gemeinde ist, warum so viele Skandale sind, warum so viele schreckliche Dinge passieren. Und wir zum Gespött der Leute werden und nicht mehr ernst genommen werden können. Der Mangel an Furcht des Herrn, das ist die Erklärung. Und deswegen wird die Gemeinde transformiert werden. Und denkt daran, in der Endzeit, ihr Schatz wird die Furcht des Herrn sein. Und ich wage zu prophezeien, dieses Thema, die Furcht des Herrn, wird in den kommenden Jahren immer lauter und immer deutlicher werden, weil das ist der einzige Schlüssel, uns aus dem Schlamassel rauszuholen, in dem wir drin sind. Es gibt nicht einen zweiten, es gibt nicht einen dritten, das eine Ding. Und der Heilige Geist wird diese Botschaft betonen, Furcht des Herrn. Und wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat. Und das, was heute ein Randthema ist, wird das zentrale Thema werden. Ihr Schatz wird die Furcht des Herrn werden. Ich beschäftige mich mit diesem Thema Furcht des Herrn ungefähr seit 30 Jahren. Und weißt du, was das Wunder ist? In den letzten wenigen 3-4 Jahren fangen an, Gemeinden mich anzufragen und sagen, kannst du bitte kommen und über die Furcht des Herrn lernen? Das ist 25 Jahre nicht passiert, das hat niemand interessiert. Und ich muss mir das anhören, das ist doch alttestamentlich und das brauchen wir doch nicht mehr. Und wir sind doch im Zeitalter der Gnade, was wühlst du da in diesen Schriften rum? Und jetzt fangen an, Pastoren zu sagen, hey, wir glauben, das ist wichtig. Komm und lehr darüber. Und das ist erst der Anfang.
Die Furcht des Herrn wird das zentrale Thema werden, weil nur so lernen wir Gott kennen, nur so lernen wir auf dem schmalen Weg zu bleiben, im Gehorsam zu bleiben, uns reinzuhalten. Und nur so werden die Skandale endlich mal der Vergangenheit angehören. Und wir haben genug Skandale gehabt, wir haben genug von diesem ganzen Zeug gehabt. Es ist Zeit, dass das Echte kommt. Und das Echte kommt durch die Furcht des Herrn. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Gibt es heute Abend? Heute Abend gibt es keine Begrenzung, ne? Ich glaube nicht, ne. Ich beschließe, heute geht es etwas länger, weil ich will noch einen ganz wichtigen Punkt noch bringen und das ganz praktisch machen mit der Furcht des Herrn. Wir haben es eben gelesen schon aus den Sprüchen: Besonnenheit wacht über dir, Verständnis wird dich behüten und dich retten vom bösen Weg. Lass uns zu Jakobus gehen und jetzt studieren wir die Anatomie des Sündenfalls. Wie funktioniert es eigentlich, dass jemand da so fröhlich seine Straße zieht und 10 Minuten später, bumm, ist er in Sünde gefallen? Wie passiert sowas? Und natürlich, wir schauen uns das an, damit wir sagen, okay, wie kann das jetzt verhindert werden? Kann das überhaupt aufhören, dass wir in Versuchungen hineinfallen? Ja, es kann und es gibt einen biblischen Weg. Und wir gehen zu Jakobus Kapitel 1. Oh, Halleluja. Also ich weiß nicht, was hier mit dieser Botschaft macht. Ich genieße das. Es ist so logisch, es ist so schlüssig, es ist so klar, es ist so einfach. Jakobus, Kapitel 1, niemand, Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selber versucht auch niemanden. Gott stellt uns auf die Probe, gibt uns Glaubensproben, aber das ist was anderes, als uns zu locken zum Bösen. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt, eigentlich besser müssen wir übersetzen, fortgelockt werden. Das ist so wichtig, fortgelockt werden. Die eigene Begierde, sie reizt uns und sie lockt uns fort. Und danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Also hier wird ein deutlicher Unterschied gemacht zwischen Versuchung und Sünde. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Versuchung ist eine Einladung zur Sünde. Aber damit aus einer Versuchung Sünde wird, braucht es etwas. Und das ist hier beschrieben. Wenn die Begierde, dieses Lustgefühl nach dem Bösen, nach dem Schmutzigen, nach dem Unrein, nach dem Gemeinen, wenn dieses Lustgefühl empfangen hat, dann gebiert sie die Sünde. So die große Frage ist, was muss die Begierde empfangen, damit aus Versuchung Sünde wird? Kann ich mal einen Vorschlag hören? Ihr seid so überwältigt, ich gebe euch einen Tipp. Unsere Einwilligung. Ohne Einwilligung stirbt die Versuchung und kann nichts bewirken. Und dahinter ist die Idee, wir sind gar nicht Opfer von Sünde, wir sind die Täter. Wir denken immer, ja, die Sünde, das war so schnell und schwupps, da ist es passiert. Und weißt du, ich habe auch gar nicht verstanden, auf einmal war ich mit dieser fremden Frau im Bett. Ich weiß gar nicht, wie das kommen konnte. Armes, hilfloses Opferlein. Nein, wir sind keine Opfer, wir sind Täter. Ich habe schon manches Mal mit Männern gearbeitet, die pornosüchtig sind und die aus dieser schrecklichen Sucht raus wollten, weil sie verstanden haben, das zerstört ihre Beziehung mit Gott, das zerstört ihre Ehe und das muss aufhören und sie wollen raus. Und dann lehre ich diese Dinge und dann lehre ich Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und dann sage ich, okay, also dann natürlich, das muss geübt werden. Und das ist nicht so, ich habe erkannt, Pornografie ist schrecklich, ich tue Buße, Herr, ich mach's nie wieder und dann ist fertig. So funktioniert es nicht.
Es wäre schön, wenn, aber so klappt es nicht. So kommt man auch nicht aus Drogen raus. Es wird Rückfälle geben. Aber wichtig ist, dass wir lernen und aus den Rückfällen dann die richtigen Schlüsse ziehen und verstehen, was wir das nächste Mal besser machen können. Also dann, mein armer Jüngerschaftsschüler da, muss dann wieder bekennen, weil ich ihn frage oder ihm gesagt habe, pass auf, das funktioniert nur auf Ehrlichkeit. Wenn du das verstecken willst, wenn du das verheimlichen willst, dann brauchen wir keine Jüngerschaft zu machen. Das funktioniert nicht. Also pass auf, wenn du gefallen bist, wenn wir nächste Zoom haben, du erklärst, was passiert ist, dass du gefallen bist. Und dann frage ich, also da ist jetzt wieder jemand gefallen, und ich frage, was, in welcher Weise hast du den Heiligen Geist erlebt, bevor du zugeschlagen hast? Und immer sagen sie, ja, da war die Warnung des Heiligen Geistes. Das war wie hier, tap, 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 jetzt pass auf, klick weg, jetzt ist fertig, geh raus, beende das. Nicht weitergehen, jetzt ist Schluss, jetzt steig aus. Sie haben die Warnung des Heiligen Geistes gehört. Und ich sage, und warum hast du es trotzdem gemacht? Und die Antwort ist der Schlüssel für echte Buße, weil ich es wollte. Und ohne Worte, und das funktioniert nicht nur in Pornografie, so das funktioniert auch mit verrückter Kauflust und Fresslust und mit Zorn und mit allen anderen möglichen Lieblingssünden. Die Warnung des Heiligen Geistes ist da, weil er sich vorher festgelegt hat, haben trainiert. Der Heilige Geist wacht über dir, er wird dich leiten, er wird dir helfen, Nein zu sagen. Titus 2, die heilsame Gnade Gottes erschienen und sie unterweist uns, die weltlichen Begierden zu verleugnen. Das heißt, Nein zu sagen. Das ist, wofür der Heilige Geist da ist. Uns zu helfen, in brenzligen Situationen auf die Bremse zu treten und Nein zu sagen. Das ist die Hilfe, das ist die Besonnenheit. Die wacht über uns und er ist der Geist der Besonnenheit. Also ich frage, in welcher Weise hat sich der Heilige Geist bemerkbar gemacht? Und sie beschreiben mir das. Keiner hat gesagt, du, da war kein Heiliger Geist. Da waren diese aufreizenden Bilder, ich klick, klick, und ich war schon wieder auf diesen Websites. Und als ich wieder zur Vernunft kam, war schon alles wieder gelaufen. Inklusive Selbstbefriedigung. Keiner sagt, da war kein Heiliger Geist, sondern jeder sagt, du, da war ein Moment, da habe ich genau gewusst, jetzt werde ich aufgefordert, Stopp zu machen. Ich sage, okay, das heißt, ohne Worte hast du gesagt, Heiliger Geist, jetzt brauche ich dich nicht. Geh du mal nach nebenan, gib mir mal eine Viertelstunde alleine, lass mich in Ruhe, lass mich mein Ding machen. Ich will jetzt machen, was verboten ist und ich weiß, dass es verboten ist, aber ich will jetzt wieder mal mit dieser Lust Schlitten fahren. Und wenn sie das verstehen, dass ihr Problem gar nicht ist, wie sie bis jetzt immer gedacht haben, die Sünde ist so stark, die greift nach mir, das läuft ab wie ein D-Zug, ich kann da gar nicht stoppen, ich kann da keine Notbremse ziehen, das geht einfach so ab. Und wenn es zu Ende ist, ja, dann komme ich wieder zu mir und sage, meine Güte, was habe ich gemacht? Sondern wir sind nicht Opfer, wir sind Täter. Wir sind Täter. Und das eigentliche Problem von Sünde ist Treulosigkeit gegenüber dem Heiligen Geist. Dass wir eine Willensentscheidung treffen. Geh mal beiseite. Was ich jetzt gucke, ist nichts für dich. Das wird dir nicht gefallen. Ich brauche jetzt meine Zeit. Lass mich in Ruhe. Später kann es wiederkommen. Diese Einstellung, diese Leichtsinnigkeit, diese Unabhängigkeit, dieses Ich mache mein Ding, ich lasse mir von niemandem etwas sagen, das ist das Problem. Bei Pornografie, bei Fresssucht, bei Kaufzwängen, bei Zornausbrüchen, was auch immer. Es ist immer dasselbe. Wir sagen, oh, wir brauchen dich, Heiliger Geist, komm und hilf mir. Aber dann kommt die Versuchung, das ist eine Lust, die uns lockt und die uns verspricht, wenn wir jetzt klicken, da gibt es noch viel mehr. Und hast du schon mal gemerkt, die Lust verschweigt immer, was hinterher der Jammer ist. Und du brauchst Tage aus der Verdammnis, dich wieder rauszuwühlen und zu beten, bis wieder die Sonne scheint und du die Gegenwart Gottes genießen kannst. Und der Heilige Geist sagt, du brauchst das nicht mehr.
Du kannst Nein sagen. Ich befähige dich, Nein zu sagen. Die Gnade ist erschienen und sie diszipliniert uns, sie trainiert uns, sie unterweist uns, Nein zu sagen. Zu den Angeboten, die so lecker sich anfühlen und die so das Kleingedruckte so klein erscheinen lassen, dass wir es gar nicht mehr lesen. Hinterher der Jammer, hinterher, oh Mann, was habe ich wieder gemacht? Wie blöd war das von mir? Und ich muss sowieso wieder Buße tun und fangen wieder von vorne an. Die Hilfe des Heiligen Geistes ernst nehmen. Besonnenheit wacht über uns. Die Schriftstelle war Titus 1, 11 bis 12. Und das ist genau hier in Jakobus gemeint. Deswegen habe ich darauf bestanden, und das ist wirklich vom Griechischen, habe ich nachgeguckt, nicht gelockt, sondern fortgelockt. Fort von was? Fort von Händchen halten mit dem Heiligen Geist. Fort von einer fortwährenden, kontinuierlichen Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wir sollen mal loslassen. Wir sollen mal sagen, bitte, jetzt will ich mal dieses Ding machen. Ich weiß, ist nicht gut, weiß ich alles, will ich auch gar nicht hören. Lass mich in Ruhe, komm später wieder. Das ist, wie wir mit dem Heiligen Gott umgehen. Und wenn das uns dämmert und wir verstehen, was für eine schreckliche Haltung der Unabhängigkeit. Ich will mein Ding machen. Was das ist. Dann lernen wir zu bleiben. Jesus sagt, bleibt in mir und ihr bringt viel Frucht. Bleiben. Und die Begierde, diese leckere Lust nach dem Verbotenen, will uns fortziehen aus der Gemeinschaft. Und irgendwann haben wir genug gelitten an unserer Sünde und sagen, nein. Es ist vorbei, es ist genug, ich habe genug gelitten. Ich will jetzt bleiben in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und ich klicke nicht und ich gehe da nicht rein und ich werde nicht mehr diesen Einladungen folgen. Und dann ist Sieg da und Herrschaft da und Freiheit da. So werden wir frei und so bleiben wir frei. Und so haben wir Sieg über diese Begierde. Und was immer das ist, das muss nicht unbedingt im Sexuellen sein. Das kann auch was ganz anderes sein. Aber das Prinzip der Sünde ist immer leckere Lust, die dir Vorfreude macht auf noch mehr Lust. Und die dir verschweigt, was am Ende von Jammer dann da ist. Und wie du dich blöd fühlst und sagst, warum habe ich das gemacht? Für was? Was hat mir das gebracht? Es bringt nur Elend. Gegen besseres Wissen zu klicken, Ja zu sagen zur Sünde, bringt nur blöde Gefühle. Und wir müssen schon aufpassen, dass wir uns selber nicht züchtigen und schlagen und verachten und schlimme Dinge über uns denken und über uns sagen. Gott will uns halten in seiner Hand. Und die Kraft, die uns bewahrt, die uns hilft, vom Bösen zu weichen, das ist die Furcht des Herrn in unserem Herzen. Hast du jetzt ein bisschen mehr Dankbarkeit und Wertschätzung, dass es die Furcht des Herrn als Angebot gibt? Dass wir sie lernen können aus dem Wort Gottes, dass wir sie unbedingt brauchen. Das ist nicht irgendein Schnickschnack, den wir auch noch so als letzte Zierleiste an unser charismatisches Christsein so dran schrauben können. Bräuchten wir nicht unbedingt, fährt man nicht besser mit, aber sieht cool aus. Nein, es ist das Wesentliche, es ist das Zentrum unseres Glaubens. Ein Herz, das Gott fürchtet und durch die Furcht des Herrn bewahrt wird auf dem schmalen Weg. Und wir lernen eine neue Routine zu herrschen und Nein zu sagen über die leckeren, aber verbotenen, weil zerstörerischen Angebote dieser Welt. Halleluja, was für ein Geschenk, die Furcht des Herrn. Und alles beginnt damit, dass wir unsere Sichtweise umstellen und dass wir anfangen zu graben und zu forschen und Zeit zu verbringen und mit dem Wort endlich das tun, was wir schon immer tun sollten. Uns füllen, anbeten, Gott verherrlichen mit dem Wort. Das Wort in seine Gegenwart zurückbringen und sagen, du hast gesagt, du hast versprochen und das wirst du wirken in mir und das will ich haben und das brauche ich und hier bin ich. Tu du dein Werk, wirke in mir, was du hier versprochen hast. Ich bin dein Kind und ich habe ein Anrecht darauf, dass du auch in mir das tust, weil es bei dir kein Ansehen der Person gibt. Hier bin ich.
Und das machst du morgen für morgen. Und der Sinn deiner Zeit mit dem Herrn ist nicht, ihm deine Nöte zu bringen, ihm deine Anliegen vorzujaulen und ihn versuchen, endlich mal dahin zu bringen, auf deine Gebete einzugehen. Der Sinn deiner Zeit mit dem Herrn ist, ihm dein Herz zu bringen. Gib mir, mein Sohn, dein Herz, weil er legt die Furcht des Herrn in dein Herz, oben auf dem Berg, wo du auf ihn wartest und wo du mit ihm Gemeinschaft hast. Ist das gut? Und ich erzähle nicht irgendwas aus dem Buch. Das ist Leben, das funktioniert. Das ist, was der Heilige Geist mir beigebracht hat. Und das ist, was ich anderen beibringe. Und es funktioniert. Und es ist so wunderbar, wenn Menschen aus jahrelangen Süchten rauskommen und in Freiheit sind. Ich kenne einen Ältesten, der musste aus dem Dienst genommen werden wegen seiner Pornosucht. Der war am Ende und er hat gesagt, ich habe alles versucht und hat nichts funktioniert. Ich habe aufgegeben, das ist stärker in mir und jetzt gebe ich mich dem hin und lebe das aus. Ist mir jetzt alles sowas von egal. Und durch diese Botschaft, die Furcht des Herrn, hat er gelernt zu herrschen, ist frei geworden, hat sich gedemütigt, seine erwachsenen Kinder wussten alle Bescheid, was sein Problem ist, und hat gesagt, bitte betet für mich, ich kämpfe, ich muss rauskommen aus dieser schrecklichen Sucht. Und eines Tages hat er seine Familie zusammengerufen, eine Flasche Champagner, hat gesagt, heute knallen die Korken, 2 Jahre frei von Pornografie, lass uns anstoßen. Und sie haben gefeiert, Sieg, und er ist wieder Ältester. Und hat eine Lehrsalbung und er dient der Gemeinde mit lebendigem Wort. Nicht irgendwas Abgekupfertes aus Büchern, sondern was er gelernt hat, was der Heilige Geist ihm beigebracht hat. Das Wort funktioniert, das Wort hat Kraft, uns zu bewahren. So bitte, 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 tut euch was Gutes, geht ins Wort und sucht die Furcht des Herrn. Betet dieses Gebet, richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Und dieses Gebet, weil es ein Gebet ist nach dem Willen Gottes, wird erhört werden, hundertprozentig. Weil die Bibel sagt, wenn wir bitten nach seinem Willen, wir werden bekommen. Und wir bleiben dran und er tut dieses Wunder. Und durch das kraftvolle Wort Gottes wird unser Herz umgestaltet. Halleluja. Halleluja. Ist das nicht gut? Ihr seid sehr still heute Abend, aber macht nichts, ich bin begeistert. Und ich freue mich und oh, ich habe mich richtig glücklich gepredigt. Richtig. Oh, ich bin so dankbar für das Wort Gottes. Macht, was ihr wollt. Seid gesegnet. Ich wünsche euch einen starken Abend.